Hallo und herzlich willkommen zurück wieder mal zu einer Let's Bau-Folge. Heute gibt es zwei Sachen, die ich geplant habe umzusetzen. Einmal mich um diese Standardhäuser hier zu kümmern, die hier endlich mal weichen sollen. Und das andere ist in Lanzendorf, diese kleine Landstraße. Ja. Es gibt gleich mal was zum Anfang, möchte ich nochmal was gesagt haben. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bei Stefan, Mario und Sven bedanken, dass ich gestern auf deren Teamspeak kommen durfte. Ich hatte es schon einmal probiert, das war bei Lumpy, aber der hatte irgendwann anscheinend die Schnauze voll und wollte mir nicht mehr weiterhelfen. So, aber dafür bedanke ich mich nochmal recht herzlich, auch wenn ich ein bisschen weniger gesprochen habe. Es tut mir auch ehrlich gesagt leid, aber naja, sagen wir mal so, ich war schüchtern, weil ich mach das nicht jeden Tag. Deswegen verzeiht's mir bitte, wenn ihr das seht. So, aber es hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Heute wird es wohl nischt. Also TS schon gar nicht, weil ich bin heute nicht im Hause. Deswegen könnte es wahrscheinlich sein, dass ich nicht zuschauen werden kann. Ich versuche es natürlich. Ich will doch gar nicht, ob ihr heute streamt. Also will ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ja, am Sonntag, wenn ihr streamt, werde ich auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Wann, weiß ich mal nicht. Aber auf jeden Fall wird es so weit sein, dass ich wieder mit dabei bin. Und wenn ich auch wieder darf, in den TS kommen. Also wenn ich in den TS kommen darf. Jo. So, jetzt lädt um sie erstmal. Jetzt wird es schnell so dunkel, ey. Kotzt mich heute an, erst schön. Also heute früh war schön. So. Später, so gegen 10 hat es dann geregnet. Dann war es wieder schön. Und jetzt pisst es wieder. Ich sag einfach nicht dazu. Ich reg das einfach nur auf. So. Jungfernstieg wollte ich mal. Dann. Das ist mir eigentlich. Ob der Jungfernstieg jetzt bei. Damit ich hier diese blöden Standardhäuser wegkloppen kann. Hamburger Sparkasse. Oh, das ist gut. Weil wie gesagt, diese Standardobjekte gut hier hinten gibt es noch welche. Aber die lasse ich hier stehen, weil ist jetzt nicht so eine Masse. Ich weiß, also in Lanzendorf kann ich gleich sagen, könnte es dezent schwierig werden mit Austauschen der Standardobjekte, weil es doch relativ viele. Klar habe ich schon sehr viele aus, ein paar ausgewechselt. Und wartet, ich muss kurz was machen. Bis gleich. So. Gut, hier hinten ist mir jetzt ehrlich gesagt scheißegal. Da
Verleiten fährt sowieso kein Mensch. Steht auf 0. Geil. Ich weiß, Wohnen am Hauptbahnhof ist jetzt vielleicht nicht so real, aber es ist ja fiktiv. Ja, da können meinetwegen auch die seltsamsten Sachen der Welt vorkommen. Das ist ja fiktiv. Deswegen, ja. So, jetzt sind sie auch nicht mehr raus für so einen kleinen Spannung 2.0. Oh, sind verwaschen. Heißt also, das kommt nicht vor. Das gefällt uns mal ganz gut. Stellen wir also auch hin. So, das ist jetzt meine kleine Baustelle. Die Großbaustelle, ich weiß nicht, ob ich die noch aufnehme. Ja, muss ich mal gucken. Ich wollte jetzt nur einfach mal irgendwas dazwischen schieben. Ja. Mal schauen. Stehen sie noch Standardobjekte? Ich weiß nicht, stehen die auch in den Häusern, aber nee. Ist ja heute nicht der Fall. Was ist das denn? Ah ja. Das sieht doch mal interessant aus. Das könnte ich zum Beispiel hier hinknallen. Oder? Ja, warum nicht? Stell ich es hier hin. Dann habe ich auch so eine Art kleine Baustelle. Ne, aber sieht definitiv besser aus als diese blöden. Nein, jetzt nicht das. So, soll ich mit Standardobjekten. Wie gesagt, auch der Hauptbahnhof, das hattet ihr ja, glaube ich, auch schon gesehen, dass sich der auch sehr stark verändert hat. Also Wiedererkennungswert gleich 0. Im positiven Sinne jetzt, weil Standardobjekte finde ich in Maßen. Gut, in Lanzendorf, das verspreche ich euch garantiert, werde ich euch garantiert nicht versprechen, dass dies auf jeden Fall wegkommt. Das kann ich gar nicht versprechen, weil, ja, muss nämlich dieses Apple-Haus, muss auch irgendwann noch kommen. Kommt bestimmt jetzt hier. Oh, mein blödes Handy, ey. Wer stört mich denn jetzt bitte schon wieder? Oh, wichtigeres gab's jetzt wirklich nicht, ja? So. Ist jetzt auch erstmal scheiße, ja. Was ist das denn für ein Haus, ey? Das ist ja mega. Oh. Naja. Das alte Haus. Ah ja. Oh, hier ist Apple drin. Hat der an der Bushaltestelle stehen? Nö, aber auch was anderes. Ach so. Oh. So, wie viele Standardobjekte müssen denn noch weichen? Hier müssen noch Knauschen. Hier wird auch Knauschen weg. So. Für den Fall eines Falls, dass ich. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber wenn ich das hier so hinstelle. Ja, warum nicht?
Ist wahrscheinlich auch so ein kleines Ding. Und das will ich gar nicht so stehen lassen, auf gar keinen Fall. Guck mal, was gibt's in Kirchen? Da kam Stück. Irgendwas, das vielleicht nicht gerade so kurvig ist. Und was mehr so innenstädtisch ist, so. Mönckebergstraße. Boah. Ah ja. Das ist natürlich sehr krass. Mal diese, nee, diese Kulturhallen. St. Pauli. Muss mal gucken, ob die im Ganzen dort noch. Ah, ich hab da noch ein bisschen was. Ich muss gleich mal was machen. Das sieht zwar vielleicht ein bisschen bescheuert aus, aber anders geht's nicht, weil. Oder? Ist man das so schlimm? Mein Gott, da wird man hoffentlich auch nicht allzu stark hingucken. Eine Mauer wollte ich da jetzt auch nicht lang ziehen, so. Zu eckig. Das ist schön gerade. Aber das Problem ist, dies ist wieder zu lang. Das ist zu klein. Boah, ey. Ich muss mal kurz gucken. Das ist so. Was? Das muss sein. Hey, passt locker. So. Da wird es jetzt nicht so eng. Oh, ach so, es ist noch höher. Ich dachte jetzt schon. Ja, weil diese Häuser, die, ich weiß nicht, wie man so Objekte bauen kann, die. Ja, naja, das ist schon. 16. Ach, ein paar Millimeter, das juckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. So. Jetzt haben wir nur noch das Problem hier. Diese kleinen Stücke. Gut. Spricht auf jeden Fall schon mal irgendwie positiv mit mir. Ja, Häuser können wir allerdings sprechen. Das ist auch ganz neu. Oh, Tür ist drin. Das gefällt mir. Wir nutzen es wahrscheinlich wird so. 13. 12, aber. Jo. Geht voll durch. Ich weiß jetzt ein bisschen zu lang, aber mein. Das sieht so grausam aus. Um Gottes Willen, wenn es jemand nicht gefällt, dann möge er es doch bitte in die Kommentare schreiben. Meine. Es ist jetzt nicht so ein Detail, wo man jetzt, denke ich mal, so ganz gezielt drauf achtet. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und ich finde, das sieht doch schon gleich viel besser aus. So viel moderner auch und nicht mehr so das hässliche Standard, weil es war ja früher alles mit Standard. Objekten mehr oder weniger. Und deswegen musste ich dem jetzt einfach mal ein Ende setzen. Zumindest in der Stadt. Es gibt ja noch zwei weitere Städte, wo ich ja. Also, boah, sag mal, ey, das kann nicht wahr sein. Ich vergesse mal die blöde Textur auszuwählen. So, jetzt aber. Das kriegt ihr doch hin. Kapsel schafft. Krass. Ist ja nicht so.
Ist halt so, dass man nicht ins Nichts guckt, weil es sieht ein bisschen blöd aus. Mal halt jetzt den Regen nicht. Nee, das ist jetzt nicht so dramatisch. Erst wenn es zum Hagel wird, dann. Eben hatte ich noch Sprandlauer hier und jetzt ist alles weg. Ja, ich sag jetzt einfach mal nichts dazu. Ich sehe, glaube ich, dass dieses Haus nicht auf der hundertprozentigen Höhe ist, oder? Doch, weil es sah komisch aus gerade. Deswegen war ich jetzt ein wenig irritiert. Jetzt, ey, Handy, jetzt sei mal still. Alter. Ich hoffe, man hört es nicht. Ansonsten muss ich das nächste Mal irgendwo anders hinschmeißen. Das mache ich eigentlich nur beim Livestream, dass ich da mein Handy dann meistens habe. Ja, ich habe hier auch zum Beispiel Fahrkartenautomaten sowie Telefonzellen ergänzt und eine Anzeige, wenn man gleich rauskommt, sieht man, wann kommt die nächste S-Bahn und der nächste Bus. Fahrpläne für Busse sind übrigens auch schon vorhanden. Oh ja, habe ich schon ein bisschen Bevölkerung gebastelt. Den Betriebsaufsichtsrat hatte der letzte Mal schon gesehen, was ich jetzt. Boah, jetzt ist aber gut, ey. So, und als nächstes wollte ich jetzt noch hier machen, ob ich das jetzt um Betriebshof, um den kompletten Betriebshof mache, weiß ich jetzt nicht, weil ich muss auch bald wieder los. So, bleiben wir jetzt mal hier. Beim nächsten Mal wird es eventuell schon alles mit Grünzeug versehen sein. Das kann ich jetzt allerdings noch nicht garantieren. So, ich mache jetzt noch schnell diese Reihe. Also ich mache jetzt noch schnell das hier unten und dann beende ich diese Aufnahme auch. Ich muss also um 3 muss ich los. Wohin, das geht niemandem was an. Aber Problem ist, jetzt schüttet sie aus Eimern und ja, ist jetzt bei mir 14:32. Ist ein bisschen ungünstig. Mal gucken, so sieht man. Wenn ihr wird, ich hoffe auch, es treten jetzt nicht nochmal allzu große Fehler auf. So. Gut, jetzt sieht man nicht, weil der Backdrop so was Schönes hier ist. Also, besser als dieser Standard-Backdrop. Ich finde, der kann sich was sehen lassen. Und der wird blockiert die gesamte Straße. So, nochmal speichern. So. Setze mich jetzt mal schnell zur aktuellen Fertigstellung. Das sieht aber auch irgendwie seltsam aus, eine kleine Gasse hier arbeiten. Es ist fiktiv, also von. Oh, dieses Haus ist ein bisschen. Wirkt es nur so? Jetzt bin ich ein bisschen. Ach, Schande. 15. 17. Nee, 16,8. Ja, das geht durch. Naja, ist der jetzt auch Busch? Ach, und ich muss euch ja noch was zeigen. Ich habe ja jetzt den Marktplatz mal ein bisschen umgebaut. Ja, ich habe hier, da wo es jetzt zum Marktbuden hingestellt,
Und ja, ich weiß, dass es eigentlich die Weihnachtsmarktstände sind, aber ich habe keine besseren gefunden. Und es wird dann auch so sein. Und zu Weihnachten hängt dann immer hier diese, hängen dann diese Christbaumkugeln und sogar hier so eine Pyramide. Und ja, sind halt so feste Stände dann. Ist wie so ein fester Marktplatz halt. Ja. Also jetzt selbe. So. Ja, ich wollte euch jetzt noch mal kurz gezeigt haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.